Hallöchen. Wir sind gerade auf der Schmiel in Essen und stehen gerade in einem Flur, wo etwas weniger Menschen sind. Ganz schön voll hier. Es ist ganz schön voll hier, ja. Es ist Sonntag und wir haben auch schon ein Spiel gekauft. Und zwar? Ein Krimi-Dinner. Ja. Im Märchenwald. Im Märchenwald. Das ist für 9 Spieler. Und ein paar Krimi-Dinner haben wir schon gespielt. Und jetzt gehen wir gerade in Halle 2, glaube ich, ne? Ja, das ist, glaube ich, Halle 3. Da, also da, da waren 3 und jetzt gehen wir in die 2. Genau. Da waren wir nämlich noch gar nicht gucken. Und ich bin gespannt. Genau, dann nehmen wir euch jetzt mit. Das Fate schon gefunden. Da haben wir ja auch Figürchen, die müssen wir noch zusammenbasteln und malen. Ja, malen vor allem. Einmal lackieren, schön. Dann haben wir DSA, da standen wir gerade ganz lange. Schöne Bücher gefunden, die es demnächst geben wird. Ja, da werden wir einige Bücher holen. Und vielleicht werden wir das auch mal auf Twitch oder so streamen. Ja, mal schöne Abenteuer suchen und umsetzen. Ja, weil das, da haben wir ja eine Runde, mit der wir spielen. Mhm. Und Aborea, aber Aborea haben wir hier nicht gefunden. Sind wir wahrscheinlich vorbeigelaufen oder ja, sind gar nicht da. Das finde ich jetzt gleich mal mit diesem wunderschönen Heft aus. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich voll. Ja, total. Aber dieses unfassbar schlaue Buch wird uns jetzt mal verraten, ob es Aborea gibt. Der Spielguide. Wenn, dann ist es hier in Halle 6. Würde ich behaupten. Schauen wir mal. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie der Welcher Verlag Publisher heißt. Das ist? Also wenn sie sich selbst publishen, sind sie nicht da. Mhm. Und da, wie Aborea, findest du da nichts? Aber das kriegen wir raus, das gucken wir uns so ein bisschen um. Ist ja, ja auch so schön hier. Genau, dann tschüss. Ciao. Hallo. Hey, hi. Wir sind wieder zurück. Es ist stockduster draußen. Es war ja heute auch die Zeitumstellung. Oder bleibt so gerne hier liegen, ne? Und jetzt zeigen wir euch noch die Ausbeute. Wir haben ja in der Halle nicht mehr so viel gefilmt, aber wir sind, ja, er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Die Menschen sind wieder da. Ich wäre ein guter Filmbösewicht, oder? So Katze auf dem Schoß, das... Das wird ganz cool. Ja. Ja. Total. Ich bin hier der Bab. Aber du musst auch, du hast die Ausbeute. Ja, ich habe die Beute. Wir haben ein bisschen Beute gemacht. Ja, wir haben nämlich 2 Sachen gekauft. Ja. Wir müssen gleich mal nach diesem Video auch gucken, ob da hinten in der Ecke eine Spinne sitzt. Ach, du Schreck, das finden wir raus. Sollen wir mal gucken, was wir dir mitgebracht haben? Erstmal, was wir geholt haben. Etwas, was wir holen wollten, und zwar ein Krimi-Dinner von Krimi Total. Von dem Autor, oder vom Autor unterschrieben. Und zwar der Jörg Meissner. Viel Spaß. So, und... Das ist die Edition die zweifelhafte Welt der Märchen. Ja, geht es darum, so ganz grob, dass alle möglichen Märchenfiguren zusammengefunden haben und die 7 Zwerge einen tragischen Tod finden und man dann bei einem schönen Dinner herausfinden muss, wer wohl den armen 7 Zwergen zum vorzeitigen Ableben verholfen hat. Gut, wir lesen jetzt nicht alles vor, aber ich lese nur die Charaktere, also nur die Charakterin ohne Charakterbeschreibung. Mhm. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, da können 9 Mitspieler mitspielen und die Rollen sind ein verdächtiger Märchenprinz, dann Schneewittchen, dann das Rotkäppchen, Hänsel, Gretel, die Hexe, die böse Stiefmutter, das tapfere Schneiderlein und die Inspektorin ist Frau Holle. Genau, das sind die Rollen bei diesem Krimi-Dinner. Und da freuen wir uns schon drauf, das mal auszuprobieren. Yep. Mit einigen von unseren Freunden. Jo. Jawohl. Gut, so. Dann
Der zweite große Einkauf. Ein großer Einkauf, ja. War, na, wo ist es denn? Ach, da will man einmal rumposern und nichts ist da einem gegönnt. Ne? Ich höre dich doch. Ausholen. Wo bist du? Da. Der große Einkauf. Spielmünzen. Ja. Die Nein, haben das nichts ist gekostet. Die gab es extra Beigabe. Dazu. Das sind 4 Spielmünzen. Und zwar für 4 Monster. Darauf abgebildet. Es steht drauf Mordquest und auf der Rückseite ist ein Baum abgebildet. So sieht die Vorderseite aus und so sieht die Rückseite aus mit dem Baum. Ja, so und Denise hat den Titel schon vorgelesen. Wir sind auf unserem Streifzug durch die Hallen an dem Spiel Mordquest hängen geblieben. Ein Spiel, was sich so im Bereich der irischen Mythen und Legenden bewegt. Und ja, das hat uns ziemlich angefixt. Man muss relativ viel mitdenken. Und da mussten wir das tatsächlich auch mitnehmen. Und weil halt Spielmesseangebot dies, das jenes, gab es halt diese Münzen dabei. Vergleichbare sind im Karton, aber auch dabei wohl in Form von Pappkarten. Ja, also so Ausstandsdinger genau. Sind da drin. Das Coole ist, das ist ein kooperatives Spiel, das heißt also, die Spieler spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen die Umgebung. Genau. Und sobald der erste Spieler tatsächlich alle Lebenspunkte verliert, ist auch das Spiel verloren, was die Leute wirklich dazu zwingt, kooperativ zu arbeiten. Ja. Und also man kann die auf verschiedene Weise spielen, das Spiel. Es gibt sehr viele verschiedene Spielzüge, also man hat 3 Spielzüge, aber man kann sehr viele verschiedene Sachen machen. Mhm. Zum Beispiel kann man Items sammeln, man kann gegen Monster kämpfen, man kann ganz normal Spielzüge durch die Gegend ziehen. Gehen. Man kann auf so Felder kommen, wo man dann so Rüstungsteile zieht. Genau, kann Relikte suchen. Ja, und es ist einem freigestellt, wie man da anfängt. Wir sind praktisch bei der Proberunde mitten im Spiel reingekommen, weil gesagt wurde, der Anfang zieht sich ein bisschen bei dem Spiel, weil man würfelt erstmal nur mit einem Würfel und das Spielfeld, das bewegt sich auch so ein bisschen mit, zumindest an jeder Himmelsrichtung gibt es eine Scheibe und genau, ja. Die wird dann mit Würfeln auch noch ein bisschen aktiviert. Genau. Und das ist am Anfang etwas langwieriger. Das Spiel dauert so ungefähr 60 Minuten, sagt die Verpackung. Gefühlt haben wir schon mittendrin eine Stunde gebraucht, aber wir haben halt auch null gerafft bisher. Ja, wir haben auch die Erklärung ja noch eben. Auf Englisch. Das ist ja. Das ist der Nachteil, was heißt Nachteil, aber auch Vorteil von der Spiel. Es ist sehr international, die Spiel. Und genau, das Spiel kam jetzt, glaube ich, von Iren, hätte ich dem Dialekt nach auch gesagt. Gucken wir, wer das hier rauskriegen. Ist das der Publisher? Ja, aber da steht leider keiner. Ah, Made in China. Ja, was ja. Auch sonst. Auf jeden Fall sind aber die ganzen Spielleiter, also ich bestimmt zu 80% gefühlt, sind es englische Spiele. Mit englischen Karten, manchmal gibt es eine deutsche Edition davon. Manche Verlage gibt es auch, deutsche Verlage, auch mit deutschen Spielen. Aber es ist sehr international, ja. Auch das Publikum, das da war. Ich habe ganz viele Niederländer gesehen. Ja, viel Französisch. Viele Franzosen, Spanier habe ja. Ich gesehen. Und Engländer, Japaner. Ja, ich würde sagen, unfassbar viele Asiaten. Ja. Also erstaunlich, ich persönlich habe nie so wahrgenommen, dass da so Brettspiele so in der kulturell irgendwie dranhängen oder publik ja. Sind. Aber es gab komplette koreanische Meilen, unfassbar viele Japaner. Das eine Spiel, das wollten wir uns vielleicht auch holen. Dieses Stimmt. Japanische Kartenspiel da. Das Name ich gerade verdrängt habe, aber es ja, war cool. Das war eigentlich so ein so Card-Trading-Game. Genau, so ein Deckbuilding-Game. So ein Deckbuilding-Game, ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich eine sehr, sehr internationale Messe. Manchmal zum Leidwesen von mir, weil ich Englisch nicht ganz so gut beherrsche. Ich bin eher der Mathe-Typ. Aber es ging auf jeden Fall. Ja. Das ist die, da ist auch eine deutsche Beschreibung bei. Die haben wir auch mit dazu bekommen, weil das Spiel halt schon, sie haben gesagt, es ist einfach zu spielen, aber ich fand, es ist schon ein bisschen komplexer, ja, weil durchaus. Die Spielzüge sind sehr komplex auch, mhm. Weil man halt so viele Möglichkeiten hat. Man würfelt nicht und geht im Kreis und kommt auf Aktionsfelder, sondern man hat halt viele verschiedene Möglichkeiten. Man ist sehr frei in seinem Tun. Wollen wir mal reingucken?
Das können wir machen. Dann habt ihr jetzt auch direkt ein Unboxing davon. So. Bei dem Krimi-Dinner gucken wir jetzt nicht rein, weil nee, sonst... Spoiler-Alarm. Spoiler. Warte, das kommt gleich. Fällt auf den Schuss. Oh, eine Anleitung. Aber in Englisch. So, hier sind dann die Ausstandsdinger. Eins habe ich schon ausgestanzt. Man hat oben die Ressourcen. Und ich glaube unten so, das sind so Lebenskärtchen. Da hat man noch so einen Baum, der sagt mir gar nichts. So Monsterkarten. Den Baum habe ich auch noch nicht verstanden, aber genau, das sind Lebenspunkte, Ressourcen, sieht man das? Ja, ich hoffe. Und das hier sind, da gehen wir jetzt nicht so in die Details ein, aber das hier ist was für den Gegner. Dann gibt es hier auch wieder so Monsterkarten, Lebenspunkte und Ressourcen oben. Dann, ja, so in der Art. Oh, guck mal, hier die Die haben sich auch schon alle ausgestanzt. Das sind zum Beispiel so Gegnerscheiben. Die kann man im Uhrzeigersinn, also die kann man dann drehen. Genau, hier sind die Gegnerfiguren dazu. Also das sind dann noch so Gegner-Steckbriefkarten. Die sind dabei. Ich tue ich mal hier wieder in den Schieber. Genau, die beinhalten Lebenspunkte dergleichen der Gegner, mit denen man die bekämpfen muss. So, und hier, auf diesen Rädern werden die Bosse platziert und da hat es halt eine gewisse Anzahl an Zügen zur Verfügung, bis die Bosse halt freigelassen und auf die Leute losgelassen werden. Aufs Spielfeld dann praktisch, die können einem dann Schaden zufügen. Hier sind die Spielerkarten, glaube ich. Ja. Jeder Spieler, also das hier ist zum Beispiel die so eine Piratin, die heißt Birth. Hast du die nicht auch gespielt? Wie hieß die? Nee, ich habe Reese oder so gespielt. Auf jeden Fall ist das, ich will die jetzt nicht auspacken, da ist ein, das ist ein Charakterkärtchen. Hier sind die Spielerfiguren. Auch da gibt es unfassbar viele. Die sind grau, ne? Die kann man auch anmalen, ne? Die könnte man, denke ich, auch anmalen, ja. Die sehen prädestiniert eigentlich für eine kleine Lackiersession aus, würde ich sagen. Ja, Tatsache. Dann würde ich die, glaube ich, anmalen. Ja. Mit dem Gegner kann man sich das auch überlegen, ob man das möchte. Ich weiß nicht, wie gut man auf der grünen Grundierung malen kann, aber diese weißen, das müsste eigentlich locker funktionieren. Hier ist dann noch ein Säckchen, da kommen dann noch so Plättchen rein. Ich glaube, so Gegnerplättchen habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, die Würfel. Die sind hier tatsächlich relativ speziell. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Da sind so Schwerter drauf. Genau. Sind auch 1 bis 6er Würfel grundsätzlich. Und 2 Würfel mit Himmelsrichtungsangaben. Die sind wichtig für den Oberboss. Dann habe ich hier ein Kartendeck und 2 blaue Karten. Das sind so... Müsste die Ausrüstung sein, ne? Nee, ich glaube, das ist eine Verstärkung, oder? So. Oder sind die grünen? Oder ist hier alles drin? Hast du mehr Karten? Kann auch alles sein. Dann habe ich diverse Anzahl an Säckchen. Tütchen. Wahrscheinlich nachher für das Ressourcenzeugs. Das kann sein. Das wird das Spielfeld sein. Ja, soll ich das mal im Hintergrund ein bisschen zusammenzimmern? Ja. Habe ich groß getötet. Das ist nur aus 4 Teilen das Puzzle. Oh, das ist ja schon fast langweilig. Dann ist der Karton leer. Dann hast du echt beide Kartensets. Ja. 3 sogar, glaube ich, ne? So, guck mal. Ein 4-Teile-Puzzle kann einen doch auch lange beschäftigt halten. So. Und da in den Kreisen kommen dann die Gegnerscheiben. Warte, ich habe hier auch eine. Die lege ich hier mal hier so dran. Dann kommt die immer mit, hier sind so Nummern dran, die kommen dann Richtung Spielfeld. Und da sind auch Ressourcen drauf, aber irgendwann mal filmen wir auch eine Runde, wie wir damit spielen. Ja, das würde ich sagen. Das klingt total gut. Genau. Dann würde ich sagen, wir packen jetzt in Ruhe ein. Jawohl. Und beenden das Video hier. Und sagen auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und bis demnächst. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.